Läuft? Läuft. Ah, läuft schon. Sehr gut. Wir sind wieder beim Donnerstag heute. Wir haben, vielleicht habt ihr schon gemerkt, die Trailer weggemacht, weil wir eh nie die 2 Minuten eingehalten haben und den Kanal auch jetzt umbenannt haben. Wir machen noch was Neues, dass ihr wieder euren Trailer bekommt, aber aktuell halt ohne. Wie ihr schon seht, heute geht es um die FDP, die Functional Threshold Power. Und wir zeigen euch, wie ihr die verbessern könnt, steigern könnt und was es da sonst noch für Tricks oder Schwierigkeiten mitgibt. Viel Spaß beim Video. Yes! So, also, der Nick hat eben schon das Thema gesagt. Ich kürze es aber immer jetzt ab. Warte mal kurz. Guck mal, du hast wieder hier verstellt, weil ich größer bin als du. Der Nick ist halt Sehen wir dich auch wieder ganz. Ja, gut. Also, ich rede jetzt immer von der FTP. Wir hatten ja letzte Woche schon mit Schwellen zu tun, Laktatschwellenkonzepten. Ganz einfach, wer es noch nicht gesehen hat. Ja, ich würde sagen, das ist ein ganz kurzes, kompaktes, einfaches Video. Also, wem da vielleicht immer noch der Schädel raucht, der kriegt es heute ein bisschen einfacher, aber vermutlich auch mit vielen, vielen kleinen Details und weiterem Wissen. So, also, was ist die FTP nochmal? Das wissen wahrscheinlich schon viele. Das ist im Grunde nichts anderes als eine Leistung, zum Beispiel beim Fahrradfahren. Eigentlich nur beim Fahrradfahren aktuell, die ihr über 1 Stunde aufrechterhalten könnt. So, da kann man natürlich auch entsprechende Trainingsbereiche ableiten. Das haben wir schon in unserer Tabelle damals gemacht bei unserer Diagnostik. Genau, so. Verlinken wir nochmal oben wieder. Genau, können wir nochmal kurz verlinken. Trainingsbereiche kann man machen, Pacing, ja, das kann man auch damit machen. Zum Beispiel auf der olympischen Distanz, ne, könnt ihr so 90-100% dieser FTP-Leistung aufrechterhalten. Ich habe es gerade schon mal angedeutet, es gibt verschiedene Tests. Ne? Also wir haben euch ja auch schon mal einen Test vorgestellt, den wir am besten finden. Ansonsten gibt es so 2 Tests, die sich mittlerweile auch ganz gut etabliert haben. Das ist einmal der 8-Minuten-Test. Also da müsst ihr möglichst konstant 8 Minuten die möglichst höchste Leistung fahren. Das ist schon mal eine Voraussetzung. Ne? Nick, du hast das ja schon öfters gemacht. Ist nicht ganz so einfach. Nee, eigentlich kommt jedes Mal ein anderes Ergebnis raus. Ja, also das ist extrem tagesformabhängig bei mir. Ja, könnt ihr mal kommentieren, wie es bei euch funktioniert oder auch wenn ihr vielleicht unseren Test schon gemacht habt. Genau. Und einen FDP-Test. Also interessiert uns richtig, was für euch besser funktioniert hat. Genau. Haut es mal in die Kommentare, wenn ihr beide gemacht habt. Genau, wer hat schon unseren Test ausprobiert, wer hat den 8 Minuten, wer den 20 Minuten Test, haut es mal in die Kommentare. Das ist super interessant. Ich habe auch auf Instagram schon Nachrichten bekommen, dass unser Test ganz gut funktioniert und dass zum Beispiel öfters auch mal so ein 20-Minuten-Test abgebrochen wird. Und das ist natürlich unschön, ne? Da hat man sich extra auf zu schnell losfährt, ist mir auch schon passiert. Ja, so 8-Minuten-Test ist auch schon ganz gut wissenschaftlich irgendwie so evaluiert worden. Darauf gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen ein. Und dann der 20-Minuten-Test. Was macht man dann? Dann hat man ja eine gewisse Leistung und dann zieht man davon entsprechend 10% bei der 8-minütigen Leistung und 5% bei der 20-minütigen Leistung ab, um letztlich dann die Stundenleistung zu erzielen. Also bleiben wir mal bei den 8 Minuten. Man hat ja zum Beispiel 8 Minuten 300 Watt getreten. Dann würde man 10%, also 30 Watt abziehen. Dann wäre die FTP, also die Stundenleistung, 270 Watt. So, jetzt habe ich letztens auf Facebook erstmal einen ganz coolen Artikel gefunden. Den werden wir auf jeden Fall verlinken. Von den Jungs, wir als Kölner kommen ja eigentlich nicht so gut mit den Düsseldorfern zurecht. Aber in dem Fall... sind ja nicht nur Düsseldorfer. Genau. Seitdem können wir das auch machen. Ein Norddeutscher dabei, ne? Der Nies Hienknecht, Niki Bock. Jetzt im Süden, der kommt auch aus Ratingen da. Ja, okay, also Pushing Limits nennen wir jetzt mal. Ein schöner Text, hat der, ich glaube, der Jan Peiniger geschrieben. Genau. Super verständlich. Und dann verlinken wir auch unten nochmal, könnt ihr nochmal nach. Guckt euch an, ist echt gut erklärt alles da. Genau, ihr wollt ja vielleicht nicht immer nur eine Erklärung hier per Video, sondern auch mal per Text. Ich finde, er hat das sehr, sehr gut geschrieben. Und dann hat der Nies das, glaube ich, geteilt und dann gab es da jemanden, der das kommentiert hat und ich finde, die Person hat eigentlich eine sehr hohe Kompetenz, hat das aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, salopp geschrieben, so nach dem Motto, wenn man 20 Minuten Test fährt, dann nur 10% abzieht oder, ich glaube, das war das Beispiel, das ist ja ungefähr so wie 220 minus Lebensalter. So, von wegen, das ist ja ein bisschen eigentlich albern, weil dann würde man davon ausgehen, dass 10% dieser Leistung über 20 Minuten nur anaerob wären. Okay. Kann man so machen. Ich fände es ja eigentlich ganz schön, wenn man noch erklärt hätte, warum das so ist. Ja? Statt nur das so machen wir jetzt. Genau. Und haben wir ja auch schon eigentlich im letzten Video gemacht. Ne? Wir haben ja gesagt, dass die V2max und die Vlamax da eine große Rolle spielen. Und ich glaube, dass die Person, die das kommentiert hat, auch genau darauf hinaus will. Ist ja völlig klar, wenn die Vlamax entsprechend höher ist, dann kann daran auch entsprechend der anaerobe Anteil anders aussehen,
als wenn man eine niedrigere Laktatbildungsrate hat. Das muss man ganz klar mal so sagen. Deswegen, natürlich ist eine Labordiagnostik natürlich immer so, wenn man sagen soll, der Goldstandard. Das ist total cool, wenn man das machen kann, die Kohle dafür investieren kann und möchte. Aber man muss auch mal sagen, die 28-Minuten-Tests und auch unser Stufentest, den wir jetzt hier schon mal vorgestellt haben auf dem YouTube-Channel, die haben ja absolut ihre Relevanz. Ja? Bei dem 20-Minuten-Test muss man vielleicht auch noch zusätzlich sagen, da guckt ihr aber einfach in die entsprechende Literatur, die findet ihr auch immer bei uns in der Beschreibung. Training and Racing with a Power Meter von Coggen und Ellen. Da könnt ihr nochmal den kompletten Verlauf anschauen. Ne? Das ist ja so ein Einfahren, 20 Minuten mit ein paar Aktivierungen. Wichtig, dass man da alles auch vorher macht und nicht nur sich aufs Rad setzt und 20 Minuten Knallgas fährt. Genau, ne? Also so ein paar Steigerungen, beziehungsweise so höhere Kadenzen mal fährt, dann 5 Minuten Zeitfahren, dann glaube ich nochmal 20 Minuten locker und dann 20 Minuten Test. Klar, ne? Unter den Voraussetzungen muss man das auch immer sehen und so muss man es auch immer durchführen. Dann wird so ein Test aber auch echt mal lange. Also beschäftigt euch mit den Dingen, führt es richtig durch. Und genau, ihr seht, wisst ihr auch, warum vielleicht 10 und 5% nicht bei allen immer komplett richtig ist. Aber am Ende muss man auch mal sagen, wenn man über 8 oder 20 Minuten mehr Leistung tritt, hat man sich erstmal verbessert. Ja? Und das schreiben ja auch Ellen und Coggen, wenn sie sagen, die beste Art, die Leistung zu messen oder eine Verbesserung zu messen, ist die Leistung messen. Also relativ simpel. Ja? Deswegen hat das ja auch so Erfolg. Gut. Ja. Und das ist ja auch, was wir auch gesagt haben in unserem Video. Klar, ist immer besser, wenn man es genau wissen will, die Leistungsdiagnostik zu machen, aber wenn man es einfach mal im Training für sich überprüfen will, wie ist das Training angeschlagen, wie hat es funktioniert, kann man den einfach zu Hause easy oder draußen einfach mal nachfahren, gucken, was kommt raus und ich habe sofort einfach eine Einschätzung. Genau. Das ist ja auch schön an diesen Tests. Wichtig, und das haben wir aber auch schon damals, glaube ich, auch nochmal kommentiert, war, dass man bei diesen Tests entsprechend auch die Sitzposition beachtet. Ne? Also wenn ich viel auf dem Zweifahrrad trainiere, dann ist wahrscheinlich die 8 Minuten Leistung auf dem Zweifahrrad in Aero-Position, wo ich vielleicht nicht ganz so viel Leistung treten kann, aber dafür aerodynamischer bin, das ist ja auch immer ein Kompromiss, ne? Kann ich ein bisschen weniger Leistung treten als zum Beispiel auf dem Rennrad. Also da immer drauf achten. Absolut richtiger Hinweis, den wir immer wieder aufmerksame geben, sollte man auf jeden Fall machen. So. Wie sieht das nun mit Laktat aus? Letzte Woche haben wir euch ja gesagt, einen Stufentest machen und dann 4 Millimol ablesen, das ist vielleicht nicht das, was man machen sollte. Heute sage ich euch, dass die FTP, die man über 8 Minuten ableitet, so ziemlich genau 4 Millimol entspricht. Beziehungsweise andersrum, die FTP, die man dann entsprechend nochmal minus 10% und so weiter, dass das dann genau 4 Millimol im Mittel. Also häufig sagen ja auch Kritiker, Sportwissenschaften ist die Wissenschaft der Mittelwerte. Ja, kann man so sehen. Heute wird da eigentlich viel individueller auch nochmal geschaut. Aber es ist ungefähr 4 Millimol. Interessant ist auch, dass zum Beispiel der Stundenweltrekord, dazu gibt es auch Untersuchungen, auch ungefähr bei 4 Millimol stattfindet. Das ist schon eine Orientierung und ich glaube, das muss man auch immer wieder so sehen. Es ist nicht für jeden die Schwelle, aber es ist eine Orientierung. So, welche Bedeutung hat die VO2 Max? Das könnt ihr eigentlich auch daraus ablesen, die Diagnostik, die wir schon mal vorgestellt haben. Umso weiter ihr fahrt, desto höher wird auch eure VO2 Max kalkuliert. Ja? Und umso höher ist dann auch eure FTP. Man hat dann auch schon Studien durchgeführt, gerade über diesen 8-Minuten-Test, und hat dann einfach festgestellt, dass 90% der Leistung der FTP eigentlich durch die Höhe der VO2 Max bestimmt wird. Also ihr braucht eine hohe VO2 Max, um auch eine hohe FTP zu haben. Fürs Training, also erste Voraussage oder erste Orientierung, und das ist ja auch etwas, was wir ja schon häufig besprochen haben, ist auf jeden Fall, erhöht eure VO2 Max. Beispieleinheiten im Radfahren zum Beispiel, verlinken wir euch nochmal hier. Haben wir schon mal ein Video zu gemacht. Genau. Gleichzeitig haben wir aber auch gerade in der letzten Woche, oder Entschuldigung, am Dienstag, in dem anaeroben Schwellen-Video gesagt, dass natürlich auch die Laktatbildungsrate eine Rolle spielt. Das heißt, wenn ihr eine höhere FTP haben wollt, müsst ihr versuchen, eure Laktatbildungsrate zu senken. Auch das haben wir schon in einem Video, sucht ihr einfach nochmal bei uns im Channel, einfach was zu gesagt. Ja? Also VO2 Max hoch, Laktatbildungsrate runter, erhöht die FTP. Und das ist letztlich auch so ein bisschen das, worauf die, naja, die ganzen Programme, die ja auch zum Beispiel auf Swift, ne, oder ja, teilweise auch Trainer Road, wobei die... Also die ganzen Trainingsprogramme. Genau, also Swift zum Beispiel, da weiß ich ziemlich ganz gut, dieser 12 Wochen FTP-Bilder, der zielt genau darauf aus. Ne? VO2 Max erhöhen, Laktatbildungsrate dann senken.
So, wenn ihr mal Lust habt, dass wir euch einen Trainingsplan irgendwie hier vorstellen oder auch mal irgendwie bereitstellen, so 4-wöchigen Trainingsplan zur FTP-Erhöhung, dann könnt ihr das einfach mal kommentieren, dann wissen wir, ob ihr das wollt. Und dann würden wir uns mal was überlegen, wie wir das gewährleisten können, oder? Genau. Dann überlegen wir uns irgendwie mal einen Weg, dass wir euch da was zur Verfügung stellen können. Genau. Also auch im Sinne der Blog-Periodisierung, da kamen ja auch viele Fragen, wie kann man das genau umsetzen. Das würden wir dann vielleicht mal machen. Aber schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Genau. Und bis dahin, abonniert den Kanal, liked das Video und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.